Ich grüße euch vom Kloster Liebfrauenberg. Neben mir sitzt Andrea Köhler, eine ehemalige Hotelfachfrau, die sich hier selbstständig gemacht hat mit ihrer Praxis naturnah. Ich war zu einem ihrer Seminare eingeladen, wo ich dann auch einen Beitrag leisten durfte mit meinem Vitamin D-Beitrag. Und es ging dabei um Erschöpfungszustände und wie man die auf natürliche Art beheben kann. Andrea, ich gebe das Wort jetzt an dich weiter und du darfst jetzt ein bisschen über dich und deine Arbeit hier erzählen. Ja, schön, dass du dabei warst. Du hast unser Seminar bereichert. Dankeschön. Das Thema war Erschöpfung und wie man die Natur, also auch die Begegnung in der Natur, nutzen kann, um sich selber zu helfen. Ich bin noch nicht so ganz lange hier auf diesem wundervollen Berg in Bad Bergzabern, aber die Umgebung passt hervorragend zu der ganzen Philosophie meiner Praxis. Wenn man in einer Umgebung ist, in der man sich wohlfühlt, dann ist schon mal ganz viel getan, um ja, sich auch einlassen zu können auf die therapeutische Arbeit oder auf die Selbsterfahrung. Ich habe zum einen die Praxis naturnah. Dabei geht es hauptsächlich um die Unterstützung von Menschen, die mit Ängsten, Panikattacken, Depressionen oder Erschöpfung, also Burnout, zu tun haben. Ich arbeite hypnotherapeutisch. Das heißt, ich nutze die medizinische Hypnose. Und ich habe aber auch ein bisschen auch einen eigenen Stil entwickelt, der meine ganzen anderen Kenntnisse im Bereich Natur und pferdegestützte Arbeit mit integriert. Das nennt sich dann Hypno-Naturtherapie. Und du hast auch zwei eigene Pferde? Genau, ich habe zwei eigene Pferde, die sehen wir vielleicht nachher oder vorher noch, je nachdem. Ja, wir werden sie noch zeigen. Genau. Die begleiten mich auch schon eine ganze Weile. Die eine ist schon 10 Jahre bei mir und hat sehr lange als Reittherapiepferd für mich mit mir gearbeitet. Mittlerweile sind die Pferde ganz wichtig für diese Seminare, die ich im Rahmen von der Akademie Naturna anbiete. Es gibt im Moment einmal im Monat ein Seminar und hat immer zum Ziel, dass die Menschen, die kommen, lernen, sich immer mehr selber zu helfen. Mit Hilfe von Naturbegegnungen, aber auch mit diesem, ja, mit dem Raum in sich selber oder mit dem Spüren, was möchte ich, was brauche ich wirklich im Leben. Oft hält man ja gar nicht inne. Ne? Man arbeitet den ganzen Tag, kommt heim, man ist nur in diesem, ich muss tun. Und die Frage, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut? Oder auch mal so ein Moment von einfach nur innehalten, gibt es ganz selten. Ja, das merkt man auch immer mehr. Mhm. Deshalb habe ich auch das Angebot von Selbsterfahrungswochenenden. Das ist recht intensiv, weil man da alleine oder mit Partner da ist und sich dann wirklich ein ganzes Wochenende lang Anregungen bekommt, Einzelstunden hat und aber auch die Natur und die Umgebung nutzen kann. Das heißt, man kann sich bei den Pferden aufhalten, man kann im Wald sein. Und es ist ein Raus aus dem Alltag und rein oder bei sich selber sein. Macht total Spaß, weil ich immer wieder erlebe, wie Menschen plötzlich ganz einfache Dinge wahrnehmen, die für ihr Leben wichtig sind. Und wenn man es erlebt hat, dann sitzt es viel, viel fest. Also man kann es viel nachhaltiger nutzen, wenn man was erlebt hat, ja, als wenn man es nur hört. Ne? Ja. Das ist so, habe ich gestern auch erfahren. Also war wirklich sehr spannend, ja. Hat mir großen Spaß gemacht und ich danke dir nochmal sehr viel, für dass ich dabei sein durfte. Gerne. Und ja, dann gehen wir jetzt mal gleich Pferde. So. Wir sind jetzt hier auf der Weide von Andreas Pferden und im Hintergrund könnt ihr sie schon mal sehen. Andrea, sag mal rasch, wie heißen die zwei und sind es Wallache oder Stuten? Also die große Graue ist die Venus, die ist 7 Jahre alt. Und die Gescheckte ist die Shawnee, die ist schon 15 und mit der bin ich schon 10 Jahre lang zusammen unterwegs. Ja, sie hat schon vielen Menschen geholfen, vor allem die Pferdeängste zu überwinden. Sind auch beide ganz, ganz ruhig. Ich glaube, jeder, der hier war, kann das bestätigen. Sie kommt ja auch gleich zu uns. Sie kommt zu uns, genau. Venus kommt uns jetzt gleich besuchen. Das ist die Venus, die hier gerade bei mir steht.
Ihr seht, dass sie eine Fliegenkappe aufhat. Das ist nur, weil ihr Schopf noch nicht so lang ist, dass er die Augen überdeckt und sie ist einfach besser geschützt vor Fliegen. Ja. Hier vorne dran seht ihr die Loki und den Baloo. Mit denen du auch arbeitest, oder? Ja, die sind, wenn sie dürfen, immer dabei, sorgen für eine entspannte Atmosphäre und haben ganz viel Lust auf Menschen. Wie ihr seht, brauchen sie viele Streicheleinheiten. Ja, und so fügt sich jedes Tier wieder seine Arbeit zu und hilft gemeinsam mit dir den Menschen auf ihrem Weg weiter. Ich danke dir, Andrea, für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen von der Umgebung und was Andrea so tut. Und wenn ihr Lust und Laune habt auf ein Seminar, dann guckt unten nach im Video, da ist alles verlinkt. Tschüss. Also, tschüss zusammen. Bis bald.